Zunächst möchte ich Frau Regierungsrätin Äppli begrüßen, den schwedischen Botschafter Törresen und auch den zukünftigen Rektor, Herr Hengartner. Natürlich besonders begrüßen möchte ich Herrn Jakob von Yxkull, unseren Hauptgast heute Abend, mit dem wir nachher hoffentlich, und ich bin überzeugt, dass das passieren wird, eine interessante Diskussion haben werden. Ich begrüße auch alle anderen Anwesenden und danke Ihnen, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, trotz des schwülen Wetters. Nun etwas zur Person von Jakob von Yxkull. Er ist eine Person mit vielen Facetten und diversen Talenten. Ihn zeichnet insbesondere sein großes Engagement für eine bessere Welt und die Hoffnung und Überzeugung aus, dass jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann. Er wurde in Schweden geboren, ist Sohn des Schriftstellers und Journalisten Gösta Yxkull und Enkel des Biologen Jakob von Yxkull. Dazu eine Anekdote: Als ich am Institut vor 2 Tagen vorbeigegangen bin und gesagt habe, der Herr Yxkull trägt vor, kommt einer zu mir, ist das vielleicht der Sohn des berühmten Biologen? Ich habe gesagt, ich kenne leider den berühmten Biologen nicht, ich kenne nur den Jakob von Yxkull, der ist für mich berühmter. Aber es gibt anscheinend auch an unserem Department of Economics Leute, die etwas von Biologie verstehen. Nun, nach seiner Schulzeit in Schweden und Deutschland schloss er sein Studium am Christ Church College in Oxford ab, mit einem Master of Arts in Politikwissenschaften, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften. Und das deutet bereits seine breite Fundierung an, sein breites Interesse an gesellschaftlichen Problemen. Er ist der Gründer des Right Livelihood Awards. Im deutschsprachigen Raum nennt man das einfach den alternativen Nobelpreis. Dieser Nobelpreis ehrt Menschen und Initiativen, die Lösungen für die dringendsten Probleme unserer Zeit finden und erfolgreich umsetzen. Diese Menschen sollten ja eigentlich die Stars unserer Zeit sein, doch stattdessen haben sie häufig Schwierigkeiten und werden in ihrer Arbeit oft nicht genügend unterstützt, vielleicht sogar belächelt und ignoriert. Der alternative Nobelpreis unterstützt seine Preisträger und macht sie weltweit bekannt und möchte damit dazu beitragen, dass ihre Arbeit bessere Unterstützung findet. Übrigens, heute Morgen wurden die 4 Gewinner des diesjährigen alternativen Nobelpreises bekannt gegeben. Darüber hinaus hat Jakob von Yxkull der Other Economic Summit gegründet, der alternative Weltwirtschaftsgipfel und den World Future Council. Er war auch Mitglied des Europäischen Parlaments sowie Aufsichtsrat von Greenpeace Deutschland und Berater von Transparency International. Er hat auch viel publiziert, zum Beispiel Das sind wir unseren Kindern schuldig oder Die Zukunft gestalten, World Future Council, Aufgaben des Weltzukunftsrates. Wie nicht anders zu erwarten, hat er viele Preise bekommen. Ich möchte jetzt hier nicht alle aufzählen, das würde zu lange von der interessanten Diskussionszeit ablenken, aber ich möchte hervorheben, er hat das Bundesverdienstkreuz der ersten Klasse der Bundesrepublik Deutschland bekommen und wurde vom Time Magazine als European Hero im Jahre 2005 geehrt. Nun, bevor wir in die Diskussion einsteigen, lassen Sie mich noch ganz kurz auf etwas eingehen. Diese Veranstaltung wird ja zusammen mit der Stiftung für den Right Livelihood Award und dem Department of Economics der Universität Zürich durchgeführt. Und jetzt werden Sie sich fragen, oder manche von Ihnen werden sich fragen, ja, was hat denn ein Ökonom dazu zu sagen, wie eine gute Gesellschaft ausschauen soll? Sind die Ökonomen nicht jene, die es vermasselt haben? Ja, so wird es ja häufig auch dargestellt in der Öffentlichkeit. Und es ist ja, wie soll ich sagen, nicht ganz falsch. Aber es ist auch nicht richtig, weil es gibt eben nicht die Ökonomen. Die Ökonomenzunft ist eine sehr heterogene Gemeinschaft. Und gerade wir hier in Zürich am Department of Economics zeichnen uns ja dadurch aus, dass viele von uns daran interessiert sind, wie denn eine gute Gesellschaft aussieht und wie man dazu beitragen kann. Im Übrigen ist es so, dass große Ökonomen, John Stuart Mill, aber auch Keynes, ja selbst Marx und andere, viele große Ökonomen, die haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie eine gute Gesellschaft ausschauen soll, haben nicht immer die richtigen Antworten gefunden, wie wir wissen, aber es war immer eine zentrale Frage der modernen Wirtschaftswissenschaften. Es gibt sogar eine ganze Teildisziplin der Ökonomie, die heißt Wohlfahrtsökonomie, da geht es um die Frage, wie muss eine Gesellschaft strukturiert sein, damit wir möglichst eine
hohe Wohlfahrt in dieser Gesellschaft erzielen, wobei Wohlfahrt nicht nur materielle Wohlfahrt heißt. Das heißt, die Ökonomie ist in ihrem Kern, es ist ja aus der Philosophie heraus entstanden, immer schon eine Disziplin gewesen, die sich dafür interessiert hat, wie wir denn eine gute Gesellschaft konstituieren können. Dass das ab und zu vorhanden kommt, insbesondere im Tagesgeschäft, und dass das in manchen Teilbereichen der Ökonomie heute nicht mehr so eine große Rolle spielt, ist eine andere Sache. Wir am Department of Economics der Universität Zürich jedenfalls, wir sind der Meinung, dass das eine wichtige Frage ist, und deshalb machen wir Veranstaltungen wie diese. So, nach diesen einführenden Worten möchte ich Heik Simonian, unseren Moderator, und Jakob von Yüksekühl auf das Podium bitten, und dann können wir eigentlich schon anfangen. Der Ablauf wird so sein, dass wir 45 Minuten jetzt miteinander diskutieren unter Moderation von Heik Simonian, und dann wird es Fragen aus dem Publikum geben können, und dann gibt es noch ein kleines, schönes, ich bin ja Österreicher, da sagt man das so, Zuckerl am Ende, irgendetwas Überraschendes für uns alle am Ende, das ich noch nicht verraten will. Dann bitte ich die beiden Vortragenden oder beiden Diskutanten. Yes. So, guten Abend, meine Damen und Herren, auch meinerseits. Vielen Dank, Ernst, für die Einladung. Einige von Ihnen werden sich fragen, was macht ein Engländer als Moderator bei so einer Veranstaltung? Einerseits gibt es einen Österreicher, der in Zürich lehrt, einerseits eine Deutsche aus schwedischer Abstammung, der in London wohnt. Was mache ich hier? Also ganz einfach. Wir haben ein sehr interessantes, aber vielleicht etwas abstruses Thema. Die Idee ist heute, wir brauchen jemanden wie ein Engländer mit Pragmatismus und gesundem Menschenverstand. Heute ist keine Vorbereitung für eine Sternstunde der Philosophie-Sendung. Ich werde versuchen, das Level so niedrig wie möglich zu halten. Also keine Gedanken. Vielleicht dazu, also, und dann höre ich auf. Also Ernst hat schon Jakob von Yüksekühl vorgestellt. Ich habe auch meine gleiche Universität studiert. Du warst sehr schmeichelnd. Ich hätte gesagt, Politics, Philosophy and Economics in Oxford, das ist natürlich die perfekte Vorbereitung für einen Journalist. Ich weiß sehr wenig über sehr viel, aber auch vielleicht die perfekte Vorbereitung für eine Reihe englischer Premierminister. Gibt es auch viele davon. Okay, das war die Vorbereitung. Ich habe gesagt, wir werden pragmatisch und konkret bleiben. Wir werden über Geld reden, wir werden über Politik reden, wir werden auch ein bisschen über die Zukunft reden. Ich muss aber ein bisschen abstrus und philosophisch anfangen. Wir müssen unsere Terminologie vielleicht hier am Anfang definieren, also 5 Minuten Ethik, und dann können wir wirklich drin. Was ist eine gute Gesellschaft? Was ist ein guter Mensch? Wir glauben alle, dass wir das verstehen, aber verstehen wir das wirklich und wie funktioniert es? Ernst und dann Jakob. Ich habe mir als Vorbereitung auf diese Veranstaltung auch Gedanken gemacht, wie ich diese Frage beantworten soll, und bin dann zu folgender Schlussfolgerung gekommen. Für mich ist eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft, in der erstens die individuellen Freiheits- und Menschenrechte gewahrt sind, zweitens politische Demokratie existiert, drittens Chancengleichheit in Bezug auf Zugang zu Bildung, zu Wohlstand existiert und auch zu Gesundheit, das ist vielleicht sogar das Wichtigste. Und schließlich, das wird vielleicht kontroversieller sein, glaube ich, dass eine lebenswerte oder gute Gesellschaft natürlich auch eine reiche Gesellschaft ist. Und da wird man vielleicht jetzt sagen, ja, da kehrt er wieder seinen Ökonomen heraus, aber wir wissen natürlich aus der Glücksforschung beispielsweise, aus der neueren Glücksforschung, dass Länder, in denen die materielle Wohlfahrt höher ist, dass das Länder sind, in denen die Menschen glücklicher sind im Schnitt. Wir wissen auch, dass die materielle Wohlfahrt innerhalb eines Landes, dass Menschen, die höhere materielle Wohlfahrt, glücklichere Menschen sind im Schnitt. Das heißt nicht, dass es nicht eine Verteilung gibt hier. Das heißt, wir können diesen Aspekt nicht ausblenden, er muss aber auch nicht der Dominante sein. Und schließlich, abschließend glaube ich, es sollte eine gute Gesellschaft ist eine solche,
die auch den zukünftigen Generationen die Chance gibt, eine gute Gesellschaft zu haben. Das heißt, die pfleglich umgeht mit ihren natürlichen und sozialen Ressourcen. Was ist ein guter Mensch? Ein guter Mensch, das folgt dann daraus, ist für mich jemand, der in irgendeiner Weise zu diesen Teilaspekten einer guten Gesellschaft beiträgt. Ja. Wenn man Menschen in verschiedenen Weltteilen fragt, gibt es einen gemeinsamen menschlichen Wert, dann stellt man fest, dass es doch einen gibt. Also praktisch alle Menschen wollen ihren Kindern, wollen nachfolgenden Generationen eine heile Welt überlassen, eine bessere, wenigstens keine im schlechteren Zustand befindlich. Und das ist also für mich irgendwie die Basis einer guten Gesellschaft, dass man also über den Tag hinaus lebt, dass man eine Verantwortung, Zukunftsverantwortung benimmt. Ich glaube, da gibt es auch eine große Übereinstimmung. Die Frage, ob das Reichtum damit zu tun hat, ist natürlich sehr kontrovers. Und da gibt es Studien, die zeigen in verschiedenen Richtungen. Also es gibt natürlich keine genaue Korrelation. Es gibt ja die maßlose Wertehierarchie. Das hängt natürlich auch sehr viel ab von der Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Aber zu der Frage, was ist ein guter Mensch? Nun, das ist ein Mensch, also für mich, es gibt ja oft keine, es ist natürlich interessant, wenn man versucht, etwas zu tun, etwas Positives in der Welt zu tun, dann werden Sie im deutschsprachigen Raum, bekommen Sie oft zu hören, sind Sie ein Gutmensch? Und das ist ja, scheinbar wurde mir kürzlich gesagt, so ein Begriff, der wurde also in der Nazizeit verwendet, für Menschen, die also in Opposition waren zum System. Und ich sage dann immer, also wenn Gutmenschen, das ist ja dann scheinbar so was Negatives, das hören, wenn Gutmenschen was Schlechtes ist, dann müssen ja Schlechtmenschen was Gutes sein. Also es ist schon eine sehr merkwürdige Einstellung, die wir heute haben, zu Menschen, die versuchen, etwas Gutes zu tun.